Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ganz viel Spaß wünsche ich euch dabei. Wenn ihr Bock habt, ich streame jetzt auch schon, also kommt auf jeden Fall ran. Bin gerade noch zu Hause und geht das noch schnell raus. Und dann geht es um 13 Uhr los im Livestream. Peace, bis gleich, tschüss. Mein Haus ist von außen fertig. Das muss doch weg hier? Holy shit, Mann. Boah, Digga. Alter, Bro. Boah, Bro. Warte, wir fliegen nochmal kurz hoch und korrigieren das. Shader rein. Wir fliegen rüber. Wir fliegen rüber. Oh, Digga. Ui, Memo. Oh, guck mal hier, Memo. Oh. Ui, Memo. Alter. Alter Schwede, Leute. Du kannst mal endlich deine Slime-Farm bauen und nicht nur drüber reden. Alter, das ist so unfair. Willst du mithelfen? Nein, will ich nicht. Ich habe viel zu viel krasse Riesenprojekte am Start. Was kriege ich für die Slime-Farm? Ich möchte was Persönliches. Ja, das brauchen wir ja. Das brauchen wir ja. Also nichts innerhalb von Minecraft. Ich möchte sowas wie ein personalisiertes Grußvideo, ein Dankeschön-Video, irgendwie sowas, Max. Okay. Weiß ich nicht. Ich könnte dir eine Kackwurst zuschicken. Revi, hast du Bock auf so richtig cringiges Roleplay später im Projekt? Ja, ja. Du hast ja letztes Jahr Reef geheiratet. Ja. Ich bin dafür, dieses Jahr macht ihr miteinander Schluss. Genau, ihr scheidet euch. Und ich wäre gern der Scheidungsanwalt. Ich bin der an dem Tag Stream voll macht und trotzdem geht. Ohne Witz, ich beende Craft Attack, wenn ich das mache. Geil, Martin, wollen wir heute anfangen? Okay, schreib Antonia mal. Sag mal, dass du das nicht mehr kannst und dass du gerne mit ihr Schluss machen würdest. Geht los, Max, was willst du jetzt machen? Geil, ich zwinge Travis einfach, dass er mit Craft Attack aufhört. Die ist gleich hier, Max, ne? Und dann geht's los. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Antonia, ich kann das gerade nicht mehr, ne? Nur, dass du es weißt. Wegen, wir haben ja letztes Jahr, sag ich mal, in Craft Attack haben wir ja geheiratet. Und ich möchte es dieses Jahr gerne auflösen. Ich will das gerne resolven. Antonia, ich möchte, dass Romata... Titan hasst meinen Spawn. Er hasst mich. Antonia, bitte nimmst du das mal ernst, was ich hier gerade sage? Ja. Also, Romata braucht eine Scheidungskanzlei. Ich lasse mich scheiden. Ich mache Schluss. Oder irgendwie sowas. Und so Clickbait. Und dann du so in schwarz-weiß, wie du weinst. Genau. Doch, genau das wird passieren. Ja, Antonia. Also, ich weiß nicht. Wir müssen da jetzt irgendwie gucken, sag ich mal. Ich bin noch nicht fertig. Trimax hat sich auch bereit erklärt, unser Paartherapeut zu sein. Ich bin raus. Also ich bin immer streamfreier Tag, wenn ich das mache. Ja, genau. Max macht an dem Tag streamfrei, extra für uns und kommt trotzdem in Discord und hilft uns dabei. Das finde ich sau nice. Ja, sag mir, wann du kannst, Antonia. Romata baut jetzt die Kanzlei. Ich war dabei, als wir irgendwie RP gemacht haben, was noch vernünftig war und nicht irgendwie... Genau. Als wir noch richtig Gefühle hatten bei Minecraft Roleplay. Martin, du musst doch dabei sein mit der ganzen Scheiße. Ja, ich wollte, du bist da drin, du kannst nichts mehr. Ich wollte das anzetteln. Ich hab gedacht, das wird vielleicht witzig. Titan, mach doch mal die Bäume hier weg, ich kotz. Also den ganzen Chunk hier muss ich einmal leer räumen. Also bis Höhe 40. Über 40 spawnen keine Schleims mehr. Hä, das ist super schnell gemacht, glaube ich. Das ist so nervig alles einfach. Ey, Digga, Mann, das ist einfach so annoying. Von 48... bis auf Ebene 11. Ich glaube, das ist geil. Ich frage jetzt mal ganz kurz Spark, ob man bis auf Ebene 0 runter muss oder nicht. Also zwischen der Höhe 0 und Höhe 40 können die spawnen in einem Slime-Chunk. Das heißt, idealerweise gehst du bis auf Höhe 0 runter und machst immer in entsprechenden Abständen Spawn-Etagen, die 3 Blöcke hoch sind oder so. Okay. I see. Also im Prinzip Schleimfarm ist eigentlich relativ easy. Dann machst du einfach... Also ist schon crazy. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gebuddelt in Minecraft gefühlt. Ebene 10. Ich würde dann auch auf Ebene 5, glaube ich, runter oder sowas. Glaube, das kriege ich jetzt auch ganz gut hin. So, wir haben jetzt hier bis Ebene 5 ausgehoben, bis 48 hoch. Jetzt bauen wir morgen hier den Rest. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Wir gehen sogar nach Hause, was ganz geil ist, mit 31 Diamanten. Und hier wird dann morgen eine Slimefarm errichtet. Wird wild. Ich glaube, das wird wild. Real Talk. Vor allen Dingen, weil ich glaube, dass die sehr, sehr OP sein wird. Weil ich habe jetzt, guck mal, Spark, ich habe jetzt hier eine Wave von Slimes, glaube ich, mitgemacht oder zwei und habe jetzt im Inventar ein Viertel Stacks Slimeboard schon wieder, weißt du? Ja. Also das ist schon nicht wenig, glaube ich, ne? Da kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Ja, oh mein Gott, ich sehe das jetzt das erste Mal. Nein, die Obsidian-Türme gehen durch die Enderinsel durch? Ja, ja. Alter, mind blown. Chat, wusstet ihr das? Ja, also Standard. Als ob ihr das alle wusstet. Wusstet ihr das? Nein. Warum machen die das, Spark? Ganz schwieriges Thema. Ich hab mir sagen lassen, ich wollte unbedingt mal mit dir reden. Erstmal schön, dass wir uns jetzt kennenlernen, Mann. Grüß dich, hi. Sau geil. Du bist Architekt? Ich bin tatsächlich Architekt, ja, ist richtig. Das ist sau nice, weil ich tue immer so, als wenn ich gut Häuser bauen kann in Minecraft. Und bin unglaublich Architektur interessiert und schaue mir den ganzen Tag nichts anderes an als seltsame
Bauhaus-Stil-Dokus und so ein Kram. Und ich wollte dich einfach mal fragen, ob du mein Haus schon mal gesehen hast, wenn nicht, was du davon hältst und ob du mir den, ob du erkennen kannst, was für ein Stil das ist, okay? No pressure. Ich habe es schon mal gesehen, ja. Okay. Ich habe es schon mal gesehen. Ich bin letztens irgendwie, glaube ich, so im Livestream vorbeigeflogen. Brick House mit dem weißen Quarz, richtig? Richtig, genau. Ich finde es ziemlich cool. Was mir gut gefällt, ist das schwarze Dach dazu. Ja, wollen wir mal hinfliegen? Fliegen wir mal hin. Ich will einfach deine Meinung dazu mal hören. Die Location ist halt schon geil, oder? Also sind wir mal ehrlich. Ja, also, es ist alles Lage. Das habe ich gelernt damals. Leider war, ja. Was sagst du? Also ich habe jetzt unten, der Teil ist so, ja, so ein bisschen Fantasy-bildmäßig. Aber das obere, finde ich, das folgt ja schon einem gewissen Baustil. Kannst du es erkennen? Ich bin sowas nicht so ganz gut. Es wirkt so ein bisschen Victorian. Ja, richtig, genau. Stark. Ja, ist halt so mit diesem Frontschiff und dem Turm und dem sehr spitz zu laufen, also so spitz zu laufen im Dach und sowas mit dem flachen Dach oben drauf. Die Giebel sind total geil. Genau. Ich bin wie gesagt nur drüber hinweggeflogen. Ich muss sagen, finde es eigentlich ganz nice. Ich habe mir so gedacht, so ein bisschen Fantasy-mäßig hier das Ding hier zu bauen. Hier vorne das hier so mit so einem Wald innen drin und ja, hier sind halt so ein paar Sachen, die da darfst du keine Fragen stellen, die sind halt einfach da. So wie diese Hundehütte hier mit einem Namen drauf, die können wir halt einfach ignorieren. Genau, und dann geht's halt hier entweder durch den Wasseraufzug oder halt hier. Da gibt's Notausgang. Genau, okay. hier kommt noch irgendwie so Dining Area und sowas hin. Genau, und jetzt geht's eigentlich quasi oben in das Haus eigentlich. Also das ist ja alles nur so ein bisschen der Unterbau. Also das war unten noch die Höhle, ja? Genau, das ist alles das noch so alles Höhle, Mittelalter. Ja, ich muss hier vorne noch rausschauen. Mhm. Okay. Es ist echt ganz schön verwinkelt. Ja, das finde ich halt geil, Aber oben folgt es dann eigentlich klaren Strukturen. Hier kommt das dann alles dann nochmal schön hin. Wie findest du das mit der Tapete hier? Ganz ehrlich, ich habe das schon ganz oft gesehen. Ah, schade. Ich habe noch nie gemacht. Ich habe das tatsächlich schon öfters gesehen, aber ja. Ich habe es noch nie gemacht. Also, aber ist eine coole Sache. Hat was, halt, oder? Ja, was ich dann natürlich immer so beeindruckend finde, du hast ja halt die Wände doppelt so dick gebaut, nur um innen eine andere Farbe zu haben wie außen. Ja. Schlecht. Ja, das ist halt, ich hab auch den Fehler gemacht. Ich habe wirklich die grindy Materials hier schlechthin. Hier kommt noch ein Balkon hin, genutzt. Also Quarz und Algenblöcke und der ganze Kram und auch die Bricks. Super nervig zum Fahren. Mir kommen natürlich noch Treppen und sowas rein. Ja, hier kommen dann halt noch Zimmer irgendwie rein, die ich noch irgendwie ein bisschen unterteilen muss. Es ist halt nicht komplett. Jetzt bist du weg. Bist du reingelaufen? Ja, genau. Ja. Es ist nicht so komplett von der Symmetrie her stimmig in sich, aber. Hast du noch ein Treppenhaus oder bleibst du? Treppenhaus, nee. Treppenhaus kommt auf jeden Fall noch. Ich muss auch mal richtig. Also, du siehst ja, ist alles noch nicht so richtig hier ausgeleuchtet und alles, ne? Kommt hey, du hast meiner Meinung nach eh schon sehr viel geschafft für die Staffel jetzt hier. Wow. Und dann geht's halt hier noch höher und ja, hier oben ist es auch noch nicht ganz fertig quasi. Aber das wird alles noch gemacht, genau. Ja, meine Nachbarn, die sich eher der zeitgenössisch modernen Architektur widmen. Die Kaktusfarm beispielsweise, der Nachbar zum Beispiel, der Industrie-Großgrundbesitzer, der hat mir für das Haus eine 3- gegeben. Teilst du diese Einstellung auch? Natürlich nicht. Ich will ja nicht schleimen, aber mir gefällt es wirklich gut. Ja, cool, danke schön. Aber ich hab's mir gesagt, letztens schon unabhängig davon gesagt, dass du mich angesprochen hast, habe ich das schon im Stream gesagt, dass ich drüber geflogen bin, dass ich es echt ziemlich cool finde. Ich mag tatsächlich den Schwarzstein als Dächer. Ich habe damit noch nicht gebaut bisher, aber ich finde, das ist eine richtig gute Idee. Das sieht so entspannt. Das ist halt ein richtig schöner Kontrast. Sieht halt wirklich aus wie gute Dachziegel einfach, ne? Vor allem mal dunkle und nicht nur diese roten. Ja, richtig. Mein Nachbar Kevin hier unten, der baut auch ein interessantes Haus. Sieht schon ein bisschen aus wie so eine Challenge, wo man dann dich durchkämpfen muss. Genau. Sieht aus wie ein Dungeon und unten drin in der Mitte ist ein schlagendes Herz, was in Ketten liegt. Das ist ein bisschen seltsam, aber es klingt halt super, super langweilig. Ich würde halt gerne einfach richtige Stadthäuser bauen. Weißt du, was ich meine? Ich würde gerne einfach eine richtige Stadt bauen mit Häusern, die es tatsächlich so mit einem Haus, was aussieht wie aus einer Vorstadt. Vielleicht baue ich auch Trimax irgendwann mal vielleicht können wir Trimax irgendwann zusammen ein Haus bauen. Da sehe ich uns auch. Ja, was ich mir überlegt hatte, als ich an diesen Kaktustürmen vorbeigeflogen bin, man könnte da natürlich richtig gute Wolkenkratzer draus machen, indem man auch die Fassade gestaltet. Und wenn man da mal ein Team hin auf die Beine stellt, die da motiviert ist, das zu tun, weil alleine bitte, würde ich das machen wollen. Bitte. Dann könnte es, ich kann es nicht mehr sehen. Ausschauen. Ich kann die nicht mehr angucken. Also eine Pagode oder sowas wäre auch ganz cool. Irgendein hoher Turm. Von mir ist kann da auch Saurons Turm stehen, das ist mir egal. Saurons Turm steht da drüben, ne? Da machen Joe und Janus. Ach ja, stimmt, ja gut. Dann nehmen wir irgendwas anderes. Hauptsache, die bleiben nicht so. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja, Busch Khalifa oder sowas könnte man haben. Ja, auch richtig, genau. Irgendwas, was mal cool aussieht, ey. Also irgendwas, ja.